Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Generations. Ja, das letzte Mal haben wir weiter die 6-Sterne-Quests erledigt und sind eigentlich auch schon richtig gut vorangekommen, muss man sagen. Wir haben jetzt hier, ich wollte gerade sagen, wieso sind da so viele Quests offen, aber es passt tatsächlich, wir haben ja bloß 3 Seiten. Wir haben hier tatsächlich die erste Seite richtig gut abgeschlossen, die zweite Seite auch nochmal ein bisschen erledigt, vor allem halt hier die nächsten paar epischen Jagdquests haben wir da abgeschlossen. Und da würde ich sagen, machen wir dann heute gleich weiter mit der Sumpf- und Vulkanquest. Gehen danach zum Kirin. Und dann würde ich sagen, machen wir wahrscheinlich die Katzenquest, je nachdem, wie lange ich heute auch mache. Brachydios kommt natürlich auch nochmal, den müssen wir diesmal fangen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen eklig, Monster zu fangen. Brachydios zeigt es, glaube ich, ganz gut an, aber schauen wir mal. Das machen wir aber jetzt gerade eben noch nicht. Jetzt machen wir gerade eben den verschlingenden Sumpf. Da muss ich mal kurz gucken. Beziehungsweise ich kann direkt bei mir gucken, was der Najaralla denn für eine Schwäche nochmal hat. Das ist definitiv eine Eisschwäche. Okay. Wie sieht's denn aus? Oh, da fällt mir ein. Ja, genau. Ich habe ein kleines bisschen gefarmt, nicht viel. Aber minimal. Und, also ich habe ein bisschen Erz gefarmt, so muss man sagen. Womit ich mir jetzt ein paar Waffen herstellen könnte. Ich wollte jetzt bloß nochmal nachschauen, welche Waffen. Was ich mir jetzt aber tatsächlich hergestellt habe, ist das Schneegift. Und das ist jetzt im Moment noch ein bisschen schlecht. Ja, es ist leider wirklich noch ein bisschen schlecht. 90 Angriff. Ich meine, die 90 Angriff sind... Oh, stimmt, genau. Die Reifblüte habe ich verbessert. Das war's. Ich wusste doch, irgendwas war da. Die Reifblüte. Ich habe die Reifblüte und das Schneegift. Das heißt, ich habe jetzt 2 sehr gute Eiswaffen. Reifblüte ist leider fertig jetzt für den Low Rank. Aber ich meine, 130 Schaden, 18 Element und schöne grüne Schärfe ist eine richtig schöne Eiswaffe. Muss man einfach sagen, da kommt selbst Gamoth nicht mit. Und Gamoth hat halt immer diese widerlichen 20% Affinität. Also minus 20%. Und das Schneegift ist super cool, weil es hat ja sowohl Eis- als auch Giftelement. Und das ist noch gar nicht die finale Form. Ich kann da nochmal eine Verbesserung draufhauen. Die wollte ich jetzt nicht... Wie groß sind diese Doppelklingen denn bitte? Wie riesengroß können denn Doppelklingen sein? So, ich nehme aber die Reifblüte mit. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir gehen auf den Sakura-Hieb, die Lanet-Ladung. Und dann kann ich mal kurz das Schneegift zeigen. Das braucht nämlich jetzt noch einen Iodrom-Kopf, was ja perfekt passt für die Quest, damit wir das verbessern können. Und dann wird es eigentlich 100 Schaden, 14 und 12, wird es eigentlich eine relativ gute Waffe, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, eventuell kann ich es vielleicht sogar nochmal verbessern im Low Rank. Das wird natürlich großartig. Ich glaube aber, dass seltene Waffe auf Stufe 3 geht im Low Rank. Was ich jetzt so sehe, bestätigt mir das auch. Ja, ich glaube, Waffen im Low Rank können gar nicht... Klingel Blut? Ne, Blut ist ja das, genau. Aber Stufe 3 wäre dann schon high. Das heißt, ich gehe mal nicht davon aus, aber so schon wäre die Waffe ziemlich gut, weil, wie gesagt, sie hat Eiselement, das ist ziemlich cool. Und dazu dann halt noch das Gift, das den meisten Viechern ja wirklich auch Schaden macht. Finde ich eine ganz coole Waffe, also von Eiswaffen habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was Besseres, mit dem wir jetzt auch ein bisschen kämpfen können. Und da eignet sich der Najaralla natürlich prima für. Jetzt will ich bloß nochmal kurz gucken, was ich denn so alles schon dabei habe. Wir können nochmal Maxi-Tränke mitnehmen, Uralter, sollte es ganz schlimm laufen. Gegengifte nehmen wir 5 mit. Nullbeeren brauchen wir jetzt nicht in dieser Quest. Gegengifte sind eigentlich auch nicht unbedingt wichtig. Wir haben ja bloß Iodrome gegen uns, aber egal. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein, was wir so brauchen, denke ich. Trank, Megatrank, Gegengift, das Zeug, das und das. Eigentlich ist es nicht mehr. Gehen wir mal los, schauen wir mal, wie die Quest so laufen wird. Da muss ich mal so... Und ich schaue dann mal so durch, was ich denn brauche. Ich wollte nochmal genau gucken im... Muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal im Stream genau gucken, welche Waffen ich mir denn jetzt genau machen wollte. Weil ich mir da nicht mehr hundertprozentig sicher war, was ich jetzt genau gesagt habe.
Da ich das jetzt aber noch nicht getan habe, wollte ich da jetzt noch keine weiteren Waffen herstellen. Ich habe es noch so grob im Kopf, wie gesagt, was ich mir herstellen wollte. Gab ja so die ein oder andere Waffe. Zum Beispiel die Wasser-Doppelklinge. Nee, Quatsch. Das Wasser-Langschwert. Das war's. Genau, sowas in der Richtung. Aber ja, das hat jetzt ja auch Zeit. Das können wir auch direkt machen. Also wenn ich die Materialien hätte, können wir das natürlich auch direkt machen, wenn Monster ansteht. Jetzt habe ich natürlich perfekt die Reifblüte auch dafür. Und wir können mal schauen, wie die so loslegt. Ich kann es kaum glauben, zwei Eodromen am gleichen Ort, was es ihnen hier nur wollen. Und was, wenn sie mit dem Najaralla Streit anfangen? Das wäre echt übel. Verhindert bitte, dass unser Marschland verwüstet wird. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie sich eher zusammentun. Der Najaralla und die zwei Eodromen. Davor habe ich eher Angst. Okay, Fleisch. Fleisch wahrscheinlich für den Najaralla. Interessant, ein Heißgetränk. Auch nicht verkehrt hier im Sumpf, muss man sagen. Vergesse ich immer wieder ganz gerne, dass man auch Heißgetränke im Sumpf braucht. Bin ich immer wieder ganz froh, dass das Spiel mir da immer noch welche stellt, weil ich habe mich noch nicht wieder daran gewöhnt und das war früher auch immer schon so ein Fehler von mir, dass ich denke, ey, es geht in den Sumpf und dann so, ach toll, ich jag ja einen Shogun oder so irgendwas, der zu 99% in den Höhlen ist oder keine Ahnung, Kezu am Tag, der ist... Ich glaube, ein Kezu in der Nacht kommt eher mal raus als ein Kezu am Tag, kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig sagen. Aber zumindest, ja, solche Viecher halt, die die ganze Zeit in der Höhle sind, dann so, na super. Und deswegen muss ich mir da echt wieder anlernen oder antrainieren, dass ich da definitiv meine Heißgetränke mitnehmen muss. Aber jetzt ist es natürlich nicht schlimm, weil, ja, wir bekommen sie eben noch gestellt. Und, ja, Najaralla ist, glaube ich, teilweise in der Höhle. Wenn überhaupt. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Na, okay, ich wollte schon sagen, Eodrom könnte auch in der Höhle sein, aber scheinbar ist er hier draußen. So, es ist eine Dreierquest, es ist ein Eodrom. Wird, glaube ich, keine allzu große Schwierigkeit darstellen. Schauen wir mal. Ich habe meine Sachen mitgenommen, sehr schön. Das ist immer der größte Fehler. So, oh shit. Ich meine, bei der Quest wäre es sogar noch in Ordnung gewesen, solange wir nicht den Kirin oder so irgendwas ohne Jagdtechniken bekämpfen, ist alles in Ordnung. So, dankeschön. Was ist eigentlich die Nebenquest? Ach so, nötige Punkte. Okay, ja. Das ist immer so ein bisschen blöd, finde ich. Ich würde jetzt natürlich am liebsten den Kopf von ihm bekommen, damit wir einfach das Schneegift verbessern können. Dann hätten wir nämlich auch Doppelklingen. Weil Doppelklingen wären bei der Quest auch gar nicht so schlecht gewesen, aber ich wollte jetzt nicht die schlechten Doppelklingen nehmen. Deswegen lieber das Langschwert. Okay, hier haben wir auch schon Gelb. Das ist sehr, sehr schön. Ich denke, ich werde auch keine großen Fähigkeiten einsetzen bei den beiden Iodromen. Ich meine, bis ich dann zum Najaralla komme, sind sie auf jeden Fall wieder aufgeladen. Aber ich brauche es einfach nicht, das muss ich sagen. Das wird wohl nicht so wichtig sein. Komm schon, ich hätte aber schon ganz gern deinen Kopf. Bevor du drauf gehst. Weil ich gehe mal davon aus, dass er nicht arg lange braucht, bis er drauf geht. Es ist ein Iodrom, also nicht der schwächste der Droms. Aber, ja, es ist halt immer noch bloß ein großer Io-Prey. Und das wird da auch immer bleiben. Und wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit rumspielen würde und versuchen würde, auf seinen Kopf zu gehen, na also, dann wäre er wahrscheinlich auch schon lange tot. So, Shiny! Komm schon! Komm schon! Na also. Ah, die Violettschuppe. Sein, in Anführungszeichen, Rare. Naja, es ist nicht unbedingt sein Rare. Wenn, dann ist sein... Ja, Kopf ist Low Rank. Ich wollte gerade fragen, ist Kopf überhaupt Low Rank? Aber Kopf müsste Low Rank sein, was ich da nachgeschaut habe. Wenn ich nicht einen totalen Blödsinn nachgeschaut habe, dann müsste Kopf Low Rank sein. Schauen wir mal. Ansonsten meine Güte. Ich meine, ist jetzt nicht so, als würden wir die Quest absichtlich machen. Sie wird uns ja gestellt. So ist das ja. Wir müssen die Quest ja machen. Es ist bloß ein schöner Zufall, dass wir den Kopf vom Iodrom noch brauchen. Ich glaube, die Chance ist auch gar nicht so gering auf den Kopf. Das ist es ja. Naja, schauen wir mal. Ich meine, wie gesagt, ansonsten, wir haben ja das Langschwert mit Eis. Das heißt, wir haben wenigstens mal eine gute Eiswaffe. Das war ja das wirklich Wichtigste. Das Einzige, was uns jetzt wirklich noch fehlt, ist eine Drachenwaffe. Das ist das nächste große Problem. Und ein Problem, das wir auch bald bekommen werden, wenn mal Drachenälteste kommen und sowas. Kirin jetzt nicht. Kirin hat eine Drachenstärke. Aber ja, so generell andere Drachenälteste, Ratian, Rathalos, wären da auch super, da mal eine Drachenwaffe zu besitzen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich da mache.
Gormagala ist dann natürlich immer gern gesehen, sag ich mal. Ich muss mal schauen, wie es denn genau so läuft. Okay, okay, du sabberst. Sehr schön. Ich will jetzt fast auch nicht nachwetzen. Das müsste ich doch voll so erledigen können, oder? Naja, hat noch nicht gehumpelt. Schauen wir mal. Ich habe rotes Elan. Ich meine, ich könnte auch kurz nachwetzen. Irgendwann muss ich es ja sowieso machen. Wenn, dann würde ich gerne die maximale Stärke draus ziehen. Jetzt müsstest du aber eigentlich humpeln, oder? Ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Schaden ich ihm natürlich mit Eis mache. Das habe ich jetzt nicht. Okay, er ist tot. So viel dazu. Aber ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel ich dem Iodrom mit Eis Schaden mache. Der könnte auch eine relativ hohe Eisresistenz haben. Glaube ich jetzt nicht, aber kann natürlich sein. Aber ja, grundlegend ist es immer noch ein Iodrom und damit passt das. So, komm schon. Ach, Kopf wäre zu schön gewesen. Okay, ist der zweite jetzt schon gespawnt oder spawnt der noch? Das frage ich mich immer, aber ich glaube, hier in Gen ist es so, dass die Monster bisher zumindest immer einzeln spawnen. Und deswegen kann ich mich gleich ganz gemütlich in Richtung 8 aufmachen, weil darf er dann gleich rauskommen. Zumindest so, wie ich das dann verstanden habe. Wir werden sehen. Sonst müsste hier ja irgendwo rumhängen. Ich kann mal ganz kurz nach 7 gehen und dort nachschauen, aber ich glaube wirklich, er kommt in 8 raus. Ich meine, noch ist der andere nicht weg, von dem her ist es immer noch gut möglich, dass der andere noch überhaupt nicht da ist. Hier ist er auch nicht. Ja, außer er hat mich noch nicht gesehen. Jetzt schauen wir mal in 8. Kann natürlich auch sein, dass er schon die ganze Zeit in 8 da stand, aber wie gesagt, die Königsblutrufe zum Beispiel kamen ja auch einzeln. Und auch wenn es komisch ist, aber ich glaube, die kommen auch einzeln hier. Ist er hier oder ist er nicht hier? Ja, scheinbar nicht. Okay, ist er, bis ich dort war, dann schon irgendwo hingelaufen oder ist er jetzt einfach nicht hier? Wo spawnt er denn? Ich dachte, er spawnt in 8. Das ist merkwürdig. Ach, hier. Okay, vielleicht spawnt er dann auch hier. Und geht dann gleich in 8. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. So. Machen wir deinen Kopf wieder kaputt. Und machen das, naja, das übliche Spiel, sagen wir mal. Ach, das war gemein. Ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sehr schön. Oh, wunderbar, dass du da nochmal ein bisschen stehen bleibst. Damit habe ich nochmal 2 schöne Treffer kassiert. Oder hinbekommen. Kassiert ist eigentlich die falsche Bezeichnung. Er hat 2 schöne Treffer kassiert. So. Kannst du eigentlich mal kurz hier rüberkommen? Dann können wir nämlich... Ja, noch ein Stück näher. Noch ein kleines Stück näher. Was wollt ihr denn jetzt? Lasst mich doch in Ruhe. Ich will bloß euren großen Kollegen. Weil ihn zu reiten wäre natürlich auch gar keine schlechte Sache. Damit ist er ja nahezu instant tot. Ah, da hat er mich ein bisschen reingelegt. Jetzt, ah, er ist nicht oben. Sehr schön. Ach, es war ein Schlag, aber... Der hat irgendwie auch nicht funktioniert. Also wie viele Schläge brauche ich denn, um so ein Monster umzuwerfen? Ah, jetzt komm. Na also, danke. So. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein zu mounten. Okay, da kam noch eine Bombe zwischendrein. So, hauen wir drauf. Okay, selbst die Iopreys greifen ihn schon an. Wo sind jetzt hin? Dort hinten. Meine Güte, wie weit er einfach fliegt, ne? So, ich gehe jetzt mal nur komplett auf den Kopf. Das war nochmal eine schöne Bombe auf den Kopf. Die Katzen hauen auch richtig rein. Vielleicht wird das wieder ein Katzenkill vom Kopf zumindest. Schauen wir mal, wer ihn zuerst bekommt. Katzen legen gerade ein bisschen, legen gut los. Gefällt mir. Na also, das war schon der Kopf. Das ist sehr, sehr, sehr viel besser gelaufen als vorhin. Aber ich meine, ich habe halt auch gerade sehr viel mehr Stärke, weil ich jetzt schon gelbes Elan habe. Eine Würmträne. Ich könnte mir jetzt fast sogar überlegen, mir wieder rotes Elan zu holen, wenn er sabbert vielleicht, weil so ist es immer schwierig. Wenn er keine Iopreys um ihn rumstehen, dann ist es immer verdammt schwierig, da die Combo reinzubekommen. Anfang der Combo ja, aber das der Wirbelangriff, der mir wirklich die Elan-Enthöhung gibt, ist immer ziemlich schwer. Da mache ich lieber so ein bisschen Angriff und weg und haue ihn so ein bisschen um. Wir haben jetzt ja auch keinen großen Zeitdruck, wir sind ja gut in der Zeit.
Und der Nacharalla wird auch keine 20 Minuten brauchen. Vor allem nicht mit dieser Waffe. Die Waffe sollte da eigentlich gut reinhauen. Na, schauen wir mal. So, du bist aggro. Das, ach, hätte ich ihn vielleicht sogar bekommen, wenn ich den Endwirbel dann gemacht hätte. Na toll. Er hat mich angekotzt. Joy, willst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Hat Joy überhaupt Gegengift? Joy hat... Ne, das ist Jubelhorn, oder? Das bringt mir bei Gift gar nichts. Na toll, danke. So, ey, du bist vergiftet. Hier, nimm ein bisschen Jubelhorn. Bringt dir zwar nichts, aber egal. Komm schon. Und genau das meine ich halt. Es ist so verdammt schwierig, da irgendwas zu erreichen gegen Eopraes. Oder Iodromes. Allgemein gegen die ganzen kleinen Viecher. Es ist halt echt schwierig, ja, die Combo hinzubekommen. Deswegen werden wir da jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen drunter leiden. Okay, ich dachte, ich hätte ihn beinahe schon wieder umgeworfen. Ich meine, wir haben schon einige gute Treffer gelandet. Es könnten zweimal Mount werden. Ja, also. Und da sollte ich jetzt auch die Combo hinbekommen, weil das wird dann nicht lang genug... oder da wird er lang genug liegen, dass wir das locker hinbekommen sollten. So, er hat auch gar nichts gemacht, ist er gerade immer schöpft. Ich meine, ich bin immer noch vergiftet, was schön wäre, wenn es bald mal enden könnte. So, wir wollen uns mal wieder gelb. Und ich glaube, bis dahin sollte er auch erledigt sein. Nee, nicht mal. Na gut. Ich meine, mein Problem ist es nicht, ich hau dann einfach nochmal drauf, während er erschöpft ist. Ja, schade. Okay, aber humpelt. Oh Gott, ich sterbe gleich durch das Gift. Was ist das denn? Und meine Katzen tun einfach gar nichts. Ich dachte, ich hätte eine Heilkatze dabei. Ach, jetzt kommst du mit... Ja, aber weißt du auch bloß mit dem Gesundheitshorn. Ich muss da dringend mal... Okay, du gehst dort hoch. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na toll, genau jetzt ist das Gift weg. Eine Sekunde, bevor ich mein Gegengift geschluckt habe. Das hat jetzt aber auch massiv Schaden gemacht, den es nicht hätte machen müssen. Muss man sagen. Na gut, egal. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ich dachte wirklich, dass A, das Gift nicht so viel Schaden macht und B, meine Katzen irgendwie auch auf Gegengift geskillt wären. Aber da war ich wohl zu sehr ein 4 Ultimate. Weil da haben ja meine beiden Katzen schönerweise Gegengift. Und das ist eine unglaublich tolle Sache, vor allem gegen Giftmonster. Ach nö, ach, ich hasse das. Das ist auch so eine Sache, die so nervt. Monster, die außerhalb des Gebiets sterben. Und ich meine, ich kann ja nicht mal was dafür, weil das Monster fliegt einfach 10 Meter weit zurück, wenn es stirbt. Das ist eine Sache, die man ändern sollte, finde ich, in Monster Hunter. Das sollte es nicht mehr geben. Solche, wie gesagt, außerhalb des Spawns oder des erreichbaren Bereichs, dass da Monster sterben. Weil das geht halt immer nur auf die Nerven und... Ja, wenn ein Monster ungünstig stirbt, dann versorgt man sich damit halt einen großen Teil der Belohnung. Und ich wollte ihn jetzt halt wirklich aufschneiden, weil ich will so einen Kopf haben. Das ist halt die Sache. Also immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, es gibt halt manchmal wirklich Gebiete, wo man selber als Jäger direkt bloß reinläuft und dann sofort teleportiert wird. Aber die Monster halt wirklich noch sehr, sehr lange nach hinten laufen können. Und es ist einerseits ultra ätzend zum Kämpfen und dann auf der anderen Seite auch ultra ätzend, wenn das Monster halt dort hinten stirbt. Und deswegen, das wäre mal eine schöne Sache, wenn sie das vielleicht ein bisschen ändern könnten, dass die Monster da nicht mehr so Zugang zu haben, dass man einfach diese ganzen, ach ja, großer Schrei, verdammt, dass man einfach diese ganzen Sachen dort verhindert. So, hier haben wir den neuen Nacharalla, das heißt ja raus, bevor er einen umkringelt. Ansonsten hat man keine Chance mehr, weil man kann nicht mehr durchhüpfen. Ja, das war der Schweif. Und da auch aufpassen. Jetzt kann ich aber die Combo raushauen. Wo auch immer die trifft, ja, ein bisschen auf den Schweif. Ist immer schwierig, wenn er sich dann so ein bisschen ausgräbt, wo genau jetzt der Nacharalla oder welchem Teil des Nacharallas man jetzt genau trifft. Okay, schnell dort hinter den Schweif. Genau, weil du machst den Schnappangriff. Oh Gott, was ist da? Ach so, okay. Du kringelst dich dann gleich wieder ein. Wir machen gleich mal den Sakura-Hieb. Ich meine, du Drecksvieh, was war das denn? Och, wie ärgerlich. Wow. Einfach mich da... Was, in der Sekunde, wo ich es aufladen muss, hat er mich einfach rausgehauen. Was ist das denn?
Na gut, das war mehr seine Brust, aber egal. Wir holen uns hier nochmal ein bisschen Rot. Ach, das war ja richtig ärgerlich. Das hätte echt nicht sein müssen, dass er das so macht. Okay. Manchmal kann es ja auch abbrechen. Ist interessant, dass es einfach weitergemacht hat. Das ärgert mich jetzt echt, weil der Sakura-Hieb, klar, wir bekommen ihn schnell wieder, aber er macht halt massiv Schaden. Und das wäre richtig schön gewesen, den einfach zu haben. Okay, es ist immer ein bisschen gefährlich, was er denn so genau macht. Oh Gott. Okay, wäre das die Schallwelle gewesen, dann hätte es mehr wehgetan. So, hier nochmal, wir arbeiten halt die ganze Zeit auf rotem Elan. Das ist halt das Schöne dran. Wir machen ihm massiv Schaden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben eigentlich auch immer die ganze Zeit Elan. Ich will die ganze Zeit die Elan-Entladung drücken. Aber eigentlich, ja, es bringt meistens gerade nicht so viel. Elan-Entladung ist auch eine andere Sache, finde ich, als der Wolfsrachen. Wolfsrachen kann man wirklich halt aktiv zum Kämpfen benutzen. Elan-Entladung ist so eine bisschen andere Sache. Wir haben schönerweise den Schnabel auch gleich bekommen. Das ist natürlich sehr super. Oh Gott, das war richtig knapp. Jetzt zum Beispiel kann ich die Elan-Entladung nutzen, um einfach ein bisschen drauf zu hauen. Aber ich brauche halt meistens mehr Platz. Sehr schön. Da gleich den Klopfer. Wir erledigen ihn schon gut, muss man sagen. Ach, toll. Das nächste Gebiet geschoben. Na gut, wieder rein. Ich hau gleich einfach mal R raus. Das ist egal, wo er stand noch irgendwo dort, das wusste ich. Und deswegen konnte ich da mal ein bisschen Schaden raushauen. Nein, nein, nein. Böser Nanjarala. So, ich hau dir auf den Fuß. Oh, das hat irgendwas... Was hat denn das zerstört? Vielleicht Krallen oder so? Keine Ahnung. So, hier nochmal die letzte Elan-Entladung nutzen. Nee. Ich will meine Elan lieber wieder voll haben, statt jetzt so das komplett zu verbrauchen. Da wurde schon wieder irgendwie umgeschmissen. Also eine Nanjarala hauen wir auch gerade eben relativ gut durchs Gebiet, muss man sagen. Das gefällt mir. Weil so eine Nanjarala will man einfach auch nicht unbedingt rumstehen haben. Okay, ich komme gar nicht mehr durch. Und du vergräbst dich wohin? Sehe ich nicht. Na gut, es ist entweder 8 oder 7. Es ist nicht 8, na großartig. Es könnte auch 9 sein, ab jetzt könnte es überall... ich hatte gehofft, dass es der einfachste Winkel wäre, aber... Wieso vergräbt er sich so komisch, wenn er nach 7 geht? Gar nicht, weil er nicht nach 7 geht. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ich hoffe nicht 9. Ich weiß nicht, wie weit er sich graben kann. Aber das ist ja mal sehr merkwürdig. Na komm. Danke. Ja, toll. Ist doch bloß das kleine Gesundheitshorn. Wo genau ist er jetzt? Das ist jetzt echt uncool. Ist er wirklich in 9? Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es in 1 ist, weil das wäre ein total dämlicher Winkel zum Graben. Aber ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch gerade nicht mal hundertprozentig, ob er überhaupt in die Höhlen geht. Das ist halt die nächste Sache. Ich weiß auch nicht, wo er genau schläft. Ach, vielleicht schläft er. Das wäre aber schon krass. Ja, hier ist er nämlich nicht. Das kann eine Möglichkeit sein. Ich glaube, er schläft in 1. Was anderes könnte ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, aber wie gesagt, das wäre schon sehr krass, wenn er jetzt schlafen würde, weil dann hätten wir ihn gut umgemäht. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt eine gute Eiswaffe, aber der hat ihn ja kaum was ausgehalten. 2. In 2 schläft er, ja genau. Okay, gut. Ich meine, er ist von alleine wieder aufgewacht, weil wir einfach ewig gebraucht haben. Das heißt, der Kampf geht noch ein bisschen. Aber krass, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er schlafen geht, weil, wie gesagt, das war eine Runde. Und ein großer Teil des Schadens durch meinen Sakura-Hieb hat er mir ja ruiniert. Ich bleibe jetzt einfach hier drin, auch wenn es ein großer Fehler sein könnte. Na komm, ach, das geht voll daneben. Ja, es geht nicht unbedingt voll daneben. Na also. Habe ich doch irgendwie gewusst, dass wir da den Schaden raushauen können, damit wir ihn erledigen können. Na also, sehr schön. Das war eine gute Quest. Ich meine... Die zwei Iodrome haben wir jetzt eigentlich sogar länger gebraucht, weil die scheinbar nicht wirklich eisanfällig waren. Aber das große Monster, was wirklich auch den Schaden raushaut und so, das haben wir jetzt eigentlich relativ gut oder richtig gut erledigen können durch die Eiswaffe. Sehr schön.
Schöne Quest. Ja, zwei kleine Viecher, ein großes Vieh. Nicht unbedingt so gefährlich. Aber ganz, ganz nett zu machen. So muss man sagen. Und damit haben wir das nächste Gebiet abgeschlossen von den epischen Jagdquests. Fehlt ja dann bloß noch der Vulkan und... Was war da nochmal genau? Ich muss da nochmal nachgucken. Waren es zwei Volvinon und ein Uragaan? Ich bin mir gar nicht mal hundertprozentig sicher, was das große Monster war. Also werden wir sehen. Und das definitiv. Na gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir in der Belohnung bekommen. Vor allem halt von den Iodromen. Wäre super, wenn wir Kopf bekommen würden. Ich kann es nicht garantieren. Wir werden sehen. So, zeigt mir, was es gibt. Das sieht nach einem Kopf aus, oder? Ist das ein Kopf? Yes, na also, perfekt. Super, damit haben wir gleich den Kopf und damit... Vom Najarella haben wir auch kaum was bekommen, muss man sagen. Damit haben wir den Kopf und können wir gleich das Schneegift verbessern. Das ist sehr schön. Wie gesagt, damit haben wir jetzt auch eine super... Oh, sogar eine Silberkrone bei dem einen. Der eine war aber auch schon relativ groß. Ja, das ist wahr. Schön. Ist doch wirklich gut gelaufen.